Boah, Leute. Jetzt, wenn er kommt. Es ist alles. Jo, also es war gerade so eine geile Situation. Ja, guten Tag, Leute. Ich habe gerade vorher gepostet, dass ich in Amsterdam bin auf Instagram. Und ihr habt alle in die Kommentare geschrieben, dass ihr einen Vlog wollt. Also, hier ist jetzt der Vlog. Bisschen gewaped mit dem guten Pax haben wir gerade. So, holt euch Herrn Pax in meinem Shop. Wir sind gerade im Dampkring. Ein sehr guter Coffeeshop. Ist eigentlich mein neuer Liebling von den Shops, wo ich bis jetzt ausprobiert habe. Das Coole hier ist, hier gibt es auch ziemlich coole Getränke. Hier gibt es halt zum Beispiel auch einen Kiwi-Milkshake. Das ist ganz cool. Alle tun so, als wäre es was Besonderes, wenn Handys jetzt Fingerabdrücke erkennen können. Aber ich hatte schon vor 10 Jahren ein Handy, was Fingerabdrücke erkennen konnte. Es war sogar so krass, es konnte die Fingerabdrücke von jedem erkennen. Von jedem Menschen auf der Welt war wirklich jeder Finger eingespeichert. Viel zu krass. Jetzt reagieren ja Handys nur auf die Besitzer. Das ist ja der Rückschritt. Wir kommen jetzt aus dem Coffeeshop raus. Ich habe ein sehr entspanntes, angenehmes High. Jetzt such haben wir den Primark. Nein, will ich kostenlos Werbung für Primark machen? Ja, aber schickt mir Geld im Nachhinein. Weil wir wollen schauen, ob es im Primark so coole Tiermützen gibt. So Leute, wir sind jetzt am Türsteher beim Primark vorbei, ohne Eintritt zu bezahlen. Wir fahren zu den Herren runter, da fragen wir so, sind Sie die Herren? Sind Sie die Herren, von denen man hier so liest? Sie diese Herren? Ich zeige auf unterschiedliche Sachen. Schreibt mal in die Kommentare, auf was ich hier im Laden zeigen soll. Ja, ich zeig hier drauf. Soll ich auf die Leute zeigen, die da vorne sind? Zeig einfach auf die. Eiskalt habe ich da hingezeigt. Und wenn jetzt einer kommt, da schaue ich ihn so erst an, als wäre ich auch Teil des Sortiments. Kathi, ich bin Teil des Sortiments. Wenn wir die Mützen in der Kindersektion finden, dann müssen wir uns beschweren, warum das da ist. Excuse me, why is this in the children apartment? Excuse me, why is this in the children section? This is Spider-Man costume. Ich bin hier gerade vor einem thailändischen Restaurant, was sehr gute Bewertungen bekommen hat auf Google und wo die Leute draußen angestanden sind. Da haben wir gedacht, das muss gut sein. Das heißt Bird. Wir sind gespannt. Frühlingsrollen. Sehr gut. Boah, Leute, das ist ordentlich scharf. Nee, was scharfes essen wollt, kommt hierher. Und ich muss dazu sagen, ich kann eigentlich sonst einiges ab, was Schärfe angeht. Also ich habe schon Döner mit 500.000 Scoville gegessen und das war leichter als das. Coole Kondome. Ziemlich krass hier. Dieses Virtual Reality Haus, da kann man... Das sind Oculus und Vive, die man testen kann. Für fucking 39 Euro ist das teuerste Set. Hier, habe ich alles zu Hause. So, jetzt. Ich bin so kurz davor, das Scheiß hier auf den Boden zu werfen, ey. Erstmal dicken Fuck you geht raus an Samsung, ey. Es kann nicht sein, dass ein Handy, für das ich 800 Euro gezahlt habe, nicht ohne Ruckeln filmen kann. Also die ganze Zeit so, stockt das, ey. Fick dich, Samsung. Ja, wir sind jetzt so ein bisschen außerhalb, da wo unser Hotel dann nachher auch ist. Da gehen wir jetzt noch in einen Coffeeshop, der 4,8 Sterne auf Google hat. Da bin ich gespannt, wie der ist. Okay, es ist gerade ein Rätsel für uns, warum dieser Coffeeshop DNA so gute Bewertungen auf Google hat. Eigentlich will ich, dass es in so einem Coffeeshop immer was schön zum Hinsetzen gibt, zum Chillen. Also sich was Leckeres bestellen kann, aber da konnte man sich nicht hinsetzen, es gab nur so Stehtische und es hat endkrass gestunken, also es hat ja nicht mal diesen schönen
Weed-Coffee-Shop-Geruch. Und Getränke gab es nur so Kühlschrankgetränke aus der Dose. Gab da nichts. Es könnte sein, dass die Coffeeshop-Bewertung so gut ist, weil sie vielleicht ganz gutes Weed haben. Jetzt haben wir es nicht getestet, aber meh. Ja, wir sind hier in unserem Hotelzimmer. Das sieht so aus. Wir wollen auch nicht reisen. Hey! Hör auf mich zu filmen! Es ist 12 Uhr geworden und ich bin 29 geworden. Krass, oder? Wie spät ist es? Es ist alles! Verstehst du? Ich habe mir gerade noch die Neuverfilmung von S angeschaut und muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht. Der Film hat mich halt irgendwie null gepackt. Sehr gute Bagels. Das ist ein ganz guter Bagelladen. Es war gerade voll peinlich. Haben mich gerade so ein Vater und ein Sohn erkannt, die meine Videos wohl kennen. Und der Vater hat irgend sowas gesagt wie, ja, Amsterdam, das ist ja dann irgendwie genau eine Stadt, die zu dir passt oder irgend sowas. Und ich habe irgendwie was völlig anderes verstanden, was er gesagt hat. Und dann habe ich so geantwortet, so relativ ernst, so nein, überhaupt nicht. Und dann schaut er so komisch. Und dann ich so, hä, warum schaut der jetzt so komisch? So als würde er sich so voll über meine Antwort wundern. Und als sie dann weg waren, das hat der gesagt. Also Shoutouts an die zwei People, die mich da erkannt haben. Ich bin gut high, ich bin also noch mal ein gutes Stück higher wie gestern, also. Oder das letzte Mal, wann ich so high war, weiß ich auch nicht, wann das war. Wie laut rede ich gerade? Leise. Stimmt, sonst rede ich viel lauter, ja. Oder? Ja, genau, also wir sind wieder im Dammkring. Also das Gute ist auch immer, dass die unterschiedlichen Arten an Highs bei den Grassorten dabei stehen. Bei meinem letzten Amsterdam-Vlog bekam ja der Bluebird Coffee Shop die Auszeichnung für meinen Lieblings-Coffee Shop. Der ist auch bis heute noch eine Empfehlung wert, aber da gibt es bei den Weed-Sorten, wenn sie es inzwischen nicht geändert haben, keinerlei Beschreibungen zu den genauen Wirkungen. Da stehen wirklich nur die Sortennamen. Schreibt mir eure derzeitigen Lieblings-Coffee-Shops und eure Meinung zum Dumpkring in die Kommentare. Ich habe gerade einen Milchshake getrunken und ich bin auf jeden Fall so übertrieben high, dass sich irgendwie jetzt gerade gefühlt mein Mund so mehlig anfühlt wegen dem Milchshake. Ich habe eine Milchhautschicht, eine weiße Milchhautschicht auf meiner Zunge drauf. Nice. Immer die nicesten Vibes. Kennt ihr das eigentlich immer, wenn ihr nice sagt? Dann müsst ihr sagen nice. Immer die nicesten Vibes. Kacke. Du bist auch als Scheiße, Ziegel. Mann. Kannst du gleich vergessen, Mann. Yo, ich hab dir eine Katze geschenkt, weil du eine Katzenallergie hast. Hä, warum? Bist du bescheuert? Ach so, ich dachte, Allergie heißt was anderes. Das könnte so ein Dialog der Zukunft sein. Yo, krass. Das kenne ich, das Ding. Woher kennt man das? Zu sehen, schau hier, hallo. Da bin ich mit meinem Handy und jetzt schneit es zum Beispiel, obwohl es gar nicht schneit. Oh Scheiße, schaut mal, da hinten ist ein Nashorn. So, dafür sind wir quasi eigentlich hierher gefahren. Wir gehen jetzt auf ein Jim Jeffries Konzert. Auf einen Auftritt von Jim Jeffries. Kennt ihr den? Witziger Comedian. So Leute, um sich hier was kaufen zu können, müsste man seinen Euro in hier so eine neue Währung umwandeln. Ich behalte es jetzt einfach mal und hoffe, dass es irgendwann so viel wert wird wie Bitcoin. Wow.
Ja, die Show war ziemlich witzig. Zieht euch Jim Jeffries rein. Gibt es auf Netflix. Jo Leute, es ist ziemlich eine komische Situation gerade, weil Jim Jeffries, also erstmal, er war ganz witzig, habe ich das schon gesagt. Ja, auf jeden Fall, er hat gerade am Ende der Show gesagt, ja, er geht in dieses Hotel danach noch trinken und da kann man hinkommen und dann mit ihm was trinken. Ich bin gerade voll in der Situation, so scheiße, man geht da hin, was sagt man dann? Wie ist da die Situation? Und sonst bin ich ja immer auf der anderen Seite dieser Gleichung. Sonst gibt es Leute, die zu mir hinkommen und fragen, was soll ich jetzt sagen zu ihm und so? In seiner Show redet Jim oft davon, wie er Koks zieht oder mit anderen Drogen eskaliert. Mit dem kann man bestimmt ordentlich auf die Kacke hauen. Ich habe einen Tag davor geträumt, wie ich mit ihm Drogen nehme und Party machen. Wird also mein Traum in Erfüllung gehen? Es waren mehr als 8000 Leute auf diesem ausverkauften Event. Meine Freundin hatte eigentlich gar keinen Bock, da überhaupt hinzugehen. Ihre Vorstellung war, dass da nur wenige strange Fanboys hinkommen und die Situation dann voll awkward wird und Jim Jeffries dann überhaupt keinen Bock hat, mit den ganzen Weirdos zu reden. Also wir sind jetzt da, wo er gesagt hat, dass er sein wird. Jo, also es war gerade so die geile Situation. Wir standen da hinten ist Jim Jeffries und wir haben uns so überlegt, ja, was sollen wir sagen und so und waren so nervös. Und dann kommt sie zu mir her, weil sie arbeitet hier in diesem Restaurant oder Hotel. Im Hotel. Und sagt so, ja, hey, ich kenne dich von YouTube. Und das war irgendwie so eine geile, doppelt gemoppelte Situation, weil ich gerade in, weil wir in der gleichen Situation sind, aber von der anderen Seite so quasi. Aber sie hat sich schon, sie hat sich direkt getraut, aber ich bin immer noch so, scheiße, soll ich wirklich mit ihm reden und so. Ich wagte mich dann hin. Erstmal wechselte ich ein paar Worte mit dem Opener von Jim Jeffries, der auch ganz witzig war und in seinem Auftritt sprach er zufälligerweise größtenteils über Drogen. You tell me milkshakes are better for you than ecstasy? I've never seen that study, I wanna... I'm not even saying drugs are good for you, but you could do heroin like a half dozen times, you'll probably be okay. Just try shooting up ranch dressing, see what happens. In der Aufregung gab ich ihm ein extrem weirdes Kompliment. I like that your show was like all about drugs, like... Da er meinen Kanal nicht kennt, war das ein extrem weirdes, zusammenhangsloses Kompliment. Hier ein Foto davon, wie ich dann Jim Jeffries getroffen habe. Finde es eigentlich richtig cool, dass er seinen Fans noch die Gelegenheit zu solchen Treffen gibt. Jim ist zurzeit einer der meist gehypten Comedians. Viele C-Promis haben nicht so eine Fannähe. Wenn Comedians oder Rapper davon reden, wie sie hart Drogen nehmen, fragt man sich immer, wie real das ist. Aber spätestens, als ich ihn hier kennenlernen durfte, wusste ich, dass es keine Show ist. Er war einfach so übelst fucked up auf Alkohol und wahrscheinlich Koks. Der führt so ein Leben in Sachen Drogen, wie manche Leute denken, dass ich es führe. Der hat sogar während der Show schon Alkohol getrunken und das hat man gegen Ende auch voll gemerkt. Er war, als ich ihn traf, schon so verballert, dass man kaum eine normale Konversation mit ihm führen konnte. Was dann auch der Grund dafür war, warum wir dann lieber mit zwei Holländern, die wir da getroffen haben, feiern gegangen sind. Auf dem Hinflug hatte ich mir den Film Longshot angeschaut. In dem Film geht es darum, wie jemand zu Unrecht des Mordes beschuldigt wurde und nur freikommt, weil er zufälligerweise zu der Tatzeit im Hintergrund bei den Dreharbeiten zu einer Fernsehshow vorbeigelaufen ist. Wenn er zu Hause geblieben wäre, wäre er zum Tode verurteilt worden. Wie der Film so schön sagt, das ganze Leben ist ein What-If. Was wäre, wenn ich auf meine Freundin gehört hätte und wir direkt wieder zum Hotel gegangen wären? Wir hätten mit Sicherheit nicht diese Holländer kennengelernt und mit ihnen nice gefeiert. Und ich hätte mich mit Sicherheit ein Leben lang gefragt, hätte ich mit Jim Jeffries ordentlich koksen können, wenn ich dahin gegangen wäre? Was ich euch hier also mitgeben will, lasst euch keine Gelegenheiten entgehen. Wirst du dich in 10 Jahren fragen, was hätte passieren können, wenn du das Girl deiner Träume nach einem Date gefragt hättest? Wenn du beruflich etwas gemacht hättest, was dich wirklich interessiert? Wenn du Lotto gespielt hättest und gewonnen hättest? Nicht! Natürlich hättest du nicht gewonnen! Lotto spielen ist idiotisch! Wenn du mit dem Rauchen aufgehört hättest? Wenn du mehr auf deine Gesundheit und einen fitten Körper geachtet hättest? Es mit den Drogen nicht so übertrieben hättest, wenn du nicht nur ein Open Mind gehabt hättest, sondern auch ein Open Mind 3000. Ihr wisst, was ich sagen will. Folgt mir auf Steemit, kauft was in meinem Shop und abonniert diesen Kabal.